Hallo, willkommen zur nächsten Folge hier auf dem Dachboden. Es ist wirklich sehr interessant, wie das Spiel mich jetzt immer mehr interessiert. In der letzten Folge haben wir mit Momo gesprochen und wir haben hier jetzt die Aufgabe, einen Mammut für Momo zu malen. Schauen wir mal, wer das dann für uns malt. Ich konnte mich hier hinten umgucken, da will ich jetzt mal hin. Da habe ich nämlich Licht angemacht. Und hier kann ich nichts machen. Ach Leute, was ist das denn? Mann. Ja, hier machst du jetzt das Licht wieder aus. Super. Und das Licht wieder an. Oh, was ist das? Ein Mammut. Hans, 1932. Aha. Da können wir doch das einfach drüberlegen. Genau. Und dann einfach abpausen. Ah, genau, okay. Du bist hier so clever. Sie hat zwar jetzt daneben gemalt, aber... Okay. Ja, sehr schön. Wir haben einen Mammut. Okay. Schneller gelöst als gedacht. Gelöst, blau und schlau. So, hier ist jetzt nichts mehr. Nein. Au, hau, hau, hau. Überall diese Uhren. Was haben wir da? Anna. Mit einem Schloss. Oh, doch nicht. Oh nein, das ist ein Tagebuch. Mit 20.000 Seiten. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie lange soll ich ihn da lesen? Jetzt euer Ernst? Okay. Ich will jetzt erstmal versuchen, jetzt mit Momo hier zu interagieren. Das Tagebuch lesen wir uns später. Was? Wo ist... Da, okay. Da, Momo. Hast du dein Mammut? Sehr schön animiert, doch. Momo, rede mit mir. Danke, Momo, ganz froh. Du jetzt mit Momo, komm. Momo zeigen Kate Geheimnis. Was? Da wieder raus? Okay. Warum wartet ihr nicht auf mich? Kate, gib Gas. Wo ist der Bengel? Oh, nö. Da. Er geht wieder raus? Ich wollte mich hier eigentlich noch weiter umgucken. Oh, Tor links, rechts, geradeaus. Da. Wieso komme ich jetzt... Die Musik kriegt ja manchmal so einen aufregenden Touch. Da denkt man immer, es passiert irgendwas. Der wird doch wohl jetzt hier hinten nicht am Tor sein? Doch. Woher hat der einen Schlüssel? Sieht das geil aus. Guckt euch das Wasser an hier. Zwanzig Treppen hoch hier.
es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Das einzige Traurige ist, dass das wirklich alles ziemlich still ist hier, dass sich hier nichts bewegt. Ach ey, wo sind wir jetzt? Boah, es wird immer schöner. Hier ist schön wenigstens, dass sich das Wasser bewegt. Oh, ein Boot. Oh, was habe ich hier? Schade, dass dieses Boot vernachlässigt ist. Das Wasser kommt überall rein. Hm, okay. Also nächste Herausforderung, das Boot wieder seetüchtig machen. Da ist er. Und jetzt? Junge, rede doch mit mir. Was haben wir denn jetzt hier? Da bist du ja, Momo. Du scheuchst mich ganz schön durch die Gegend. Aber es ist wirklich wunderschön hier. Momo oft herkommen. Momo gerne Kreise im Wasser machen. Kreise im Wasser? Wieso habe ich denn jetzt hier schon wieder alles das Gleiche? Du bist schon ein merkwürdiger Junge, Momo. Ich verstehe, warum Anna dich mochte. Momo. Momo Hans ähneln. Momo sehr stolz. So, nun sind wir also hier. Und was machen wir jetzt? Kate und Momo Steine ins Wasser schmeißen. Ach, hör schon auf, Momo. Ich bin sicher, dass wir wegen der Höhle hier sind. Momo und Kate, Freunde. Ich kann jetzt hier alles nochmal durchgehen. Warum hast du mich hierher geführt? Mammutpuppe in Höhle. Ganz wichtig für Hans. Anna sagen. Höhle? Ich sehe keine Höhle. Momo, kein Lügner. Mit dir, Momo, werde ich noch zur Abenteuerin. Wenn Dan mich so sehen würde. Ich bin mir nicht sicher, dass ihm das gefallen würde. Momo, Dan nicht kennen. So, Moment, wo war ich jetzt hier? Das muss ja ganz schön spannend sein, in einem Dorf voller Automaten zu leben. Automatenarbeit von Hans. Schwere Arbeit. Wenn Momo groß macht wie Hans. Automatenfreunde von Momo. Sag Momo, bist du oft mit Anna hier hochgekommen? Jo. Anna mag Momo. Anna mag Hans. Anna verreist. Ich muss jetzt gehen, Momo. Vielleicht bis später. Jetzt traut sie sich nicht darüber. Hier kann ich wohl nicht lang. Och, Kate, das gibt maximal vielleicht nasse Kniescheiben. Das sind vielleicht 2 Meter. Oh, ich kann das Wasser vielleicht ablassen? Ja. Aber schafft sie wahrscheinlich wieder nicht. Ja. Festgerostet. Ah, das klemmt wohl. Ich brauche Hilfe. Hilfe, Hilfe. Eieiei. Okay. Momo, Hilfe. Abgebremst. Momo, kann ich dich noch mal was fragen? Momo, hör. Momo? Kannst du mir mal helfen? Was machen? Hilf mir, den Staudamm aufzumachen. Ja, Momo stark. Warum hat man den Jungen so komisch vertont? Warum? Klar, und der kleine Junge schafft das jetzt alleine. Oh, oh, oh. Oh. Toll. Danke für deine Hilfe. Weißt du, unkommentarlos haut er ab. Klasse.
in den BH gesteckt. Das ist wohl kaputt. Das ist nicht wohl kaputt. Das ist wohl kaputt. Das ist nicht wohl kaputt. Ich werde mal hier gerade ganz kurz was einstellen. Und zwar die Musik, Effekt, ja, toll. Schade, ich hätte gedacht, die Sprachausgabe hätte ich lauter machen können, aber das geht nicht. Tintenfass. Wir nutzen das Tintenfass manchmal. Toll, also geht das auch wieder nicht. Ich kann das Wasser nicht ablassen. Heißt, ich komme da nicht drüber, weil sie keine nassen Kniescheiben haben möchte. Was ist vorne mit dem Boot? Das war überall durchlöchert. Kann ich da vielleicht was nehmen? Oh. Was hat sie denn da jetzt gemacht? Eines der Ruder dieses alten Bootes könnte man gut als Hebel benutzen. Aber wie soll ich es nur erwischen? Ah, Moment, vielleicht damit? Weißt du? Sie will einfach partout nicht ins Wasser. Aber hey, schön animiert, doch, muss man sagen. So, und jetzt hat... Dieser Stock ist dreckig und total nass. Oh Gott. Stell dich nicht so an. Dieser Stock ist dreckig und total nass. Och, Kate, willst du mich jetzt flachsen hier? Willst du das jetzt echt deswegen nicht nehmen? Dieser Stock ist... Oh, eine Zicke und Pussy ist sie auch noch. Momo, kannst du mir nochmal helfen? Wie sie immer abbremst. Momo, kann ich dich nochmal was fragen? Momo? Momo? Ich habe das Ruder näher rangeholt. Es wäre nett von dir, wenn du es für mich tragen könntest. Momo, einverstanden. Der arme Junge wird ja voll ausgebeutet. Nur weil sie keine Lust hat, sich die Finger schmutzig zu machen. Muss man sich mal vorstellen. Dann stellt sich jetzt daneben und guckt zu. Ai. Naja. Und jetzt hoch mit dir. Oh. Und sie bleibt da einfach stehen. Ah ja, sie bleibt da wirklich einfach stehen. Kate, hinterher. Achso. Ach, der ist einfach nur abgehauen und sich... Oh, er hat sich einfach nur das Ruder geholt. Momo, kann ich dich nochmal was fragen? Ja, ja. Momo, kannst du mir mal helfen? Was machen? Es wäre nett, wenn du mir helfen würdest, den Staudamm aufzumachen. Einverstanden. Momo, stark. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert mit dem Paddel. Weil das Paddel sieht auf jeden Fall dünner aus als der Stock, der da drin steckt. Oder? Das ist ein langerer Hebel. Geil. Oh, ich könnte es immer wieder sagen. Schön animiert. Okay, da hat man sich jetzt die Animation geschenkt. Clever. Momo, so stark. Ich danke dir, Momo. Das war clever von den Entwicklern. Einfach das Durchströmen des Wassers einfach damit kaschieren, dass man einfach einen anderen Blickwinkel zeigt. Herrlich. So, Wasser ist unten und jetzt hoffe ich, dass wir jetzt endlich an der einen Stelle jetzt aufs andere Ufer können. Denn sie wechselt jetzt das Ufer. Wo ist jetzt Momo? Warum ist der jetzt abgehauen? Ja, tatsächlich. So, jetzt wechselt sie das Ufer. Sie wird lesbisch. Eine Höhle. Okay. Pass auf, hier finde ich den Aalberg. Voraalberg. Der hat sich hier in der Höhle versteckt oder so. Stalagmiten und Stalaktiten. Ach herrje. Noch mehr Mammuts. Ach herrje, Mini. Ist hier der Neandertaler gefunden worden? Ist das das Neandertal? Okay, was liegt da? Oh, schon wieder diese Theatralik von der Musik.
Eine Puppe. Okay. Das könnte für Momo ganz vielleicht interessant sein. Was? Und das ist alles, weswegen ich jetzt hier rein bin? Das ist alles. Okay. Das ist auch wieder Wasser. Ist auch schön animiert. Ja, es ist tatsächlich das Einzige gewesen. Ich kann mir noch nicht mal die Wandmalereien angucken. Schade. Mädel, nur beweg dich. Boah, schon wieder. Hallo? Kate, bist du das? Ja, ich bin's. Wer denn sonst? Ich hab deine Stimme gar nicht erkannt, aber das macht vielleicht die Entfernung. Also los, erzähl mal, wie ist es in Europa? Oh, du hast vielleicht ein Glück. Mir passiert sowas nie. Spar dir dein Leid, Olivia. Alles, was ich bisher von Europa gesehen habe, ist ein kleines, abgelegenes Dorf. Nicht gerade berauschend. Und eine kleine Überraschung gab's auch noch. Ich muss auf einmal einen Erben finden. Ja, ich weiß. Ich habe mit Lynn gesprochen, die Josh über den Weg gelaufen ist, der heute Morgen mit unserem Big Boss Kaffee getrunken hat. Er schien gar nicht begeistert. Morgen hat er einen Termin mit deinem Kunden und muss ihm verklickern, dass der Verkauf sich verzögert. Sei froh, dass zwischen dir und unserem lieben Chef ein Ozean liegt. Das bin ich auch. Und du? Wie geht's dir? Was gibt's Neues auf der Arbeit? Wir haben den Prozess für Alu verloren. 5 Monate Arbeit für nichts. Ja, ich erinnere mich. Naja, ich musste mich dann erstmal bei Bloomingdale's abreagieren. Seit gestern ist Schlussverkauf. Hast du's gut? Wahnsinn, Kate! Reiner Wahnsinn! Weißt du noch, das kleine blaue Seidenmieder? Rate mal, was ich dafür bezahlt habe. Keine Ahnung. 250, 200? $140! Komm nur schnell wieder. Dann gehen wir noch mal zusammen los. Wenn es nach mir ginge. Aber gut, ich muss jetzt Schluss machen. Telefonieren wir bald wieder. Ich möchte dein Abenteuer in allen Einzelheiten mitverfolgen können. Ach, hör doch auf, Olivia. Mach's gut. Du auch. Pass auf dich auf. Versprochen. Olivia, wohl eine Arbeitskollegin. Und eine alte Drahtstante. So. Dann sind wir wohl jetzt hier fertig. Da kann ich nicht mehr nehmen. Nein. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen durch diese echt mega schön gezeichnete Kulisse. Na, jetzt komm. So, jetzt die Stufen runter. Die 4 Millionen. Weißt du, und Momo ist einfach weg. Noch wieder abgebremst. Irgendwann verbremst sie sich mal. So, was haben wir denn alles jetzt? Mammut, da haben wir, da haben wir. Ja, wir müssen uns noch das ganze Tagebuch da durchlesen. Da habe ich ja eine Lust drauf. Könnte jetzt mal was versuchen. Ich habe da so eine Idee. Komm mal hier vor. Und abgebremst. So, jetzt guck dir mal das hier an. Na. Naja, doch nicht. Doch. Jetzt können wir stempeln. Okay. Approve. Approve. Was hieß Approve nochmal? Zustimmen, genau. Was? Nein. Was haben wir an Dokumenten? Annas Brief an den Notar? Nee, doch nicht. Nein, wechselt. Valider Tageblatt, das gab's eigentlich was, ne? Aber wir wissen jetzt, dass wir hier einen Stempel haben. Sehr schön. Weg! Weg, weg, weg. So. Auch dieses Rätsel gelöst.
hätte aber nicht gedacht, dass wir dieses große Tintenfass, Gefäß, da oben in dieses kleine Lümmelchen da reinkriegen. Also es sah optisch echt so aus, als wenn es nicht gepasst hätte. Aber nun gut. Die Frage aller Fragen, die mich jetzt beschäftigt. Haben wir schon was, wo wir irgendwo anders weiterkommen? Ich hab zu. Kommen Sie morgen wieder. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Fabrik noch weiter an. Da wurde ich ja jetzt aufgehalten. Von jemandem. Oben auf dem Dach war ich, hinten bei der Gärtnerin war ich. Das heißt, ich würde sagen, das haben wir alles vollständig uns angeschaut. Jetzt gehen wir mal den Weg. Ach du Scheiße. Das sieht aus wie eine Fabrikhalle. Aber auch wieder alles sehr liebevoll hier. Wobei man sagen muss, den Baum hätte man irgendwie ein bisschen animieren können. Und auch das Gras hier. Das wäre dann so das i-Tüpfelchen gewesen. Das sieht fast aus wie eine... War da die Len? Von außen sieht es echt so ein bisschen aus wie eine Bahnhofstation. Es ist eine Bahnhofstation. Was ist das denn? Wie geil. Hier fühle ich mich zu Hause. Hier bleibe ich. Steht da echt noch ein Zug? Kate, komm hier hin, ich will das sehen. Tatsächlich, da steht ein Zug. Mit Fahrkartenschalter, mit allem drum und dran. Oh, das ist ja mal geil. Oh, ich kann da sogar reingehen. Wow, was ein Luxus. Hier mit Ventilator, mit richtigen Kuschelsätzen, sitzen. Holz an der Wand. Oh, was ist das? Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Regal? Das sieht eher aus wie auf den Drehtassen auf der Kirmes, wo man dran dreht, damit sich die Tasse dreht. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Oh. Was ist das da oben? Warum betont sie das so? Hier auch schon wieder. Für Wertgegenstände. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände. Ja. Deckst du mich nicht zu? Was ist das? Sieht aus wie das Schlafzimmer? Es ist das Schlafzimmer. Aber es sieht alles so aus, als wenn das alles noch in Nutzung wäre. Noch ein Ventilator. Noch ein Kuschelsitz. Ja, super. Und warum kann ich jetzt hier hinten durchgehen, wenn ich mir nichts angucken kann? Also die Leute hatten wohl zu viel Langeweile und haben zu viele Szenen gezeichnet, die eigentlich total überflüssig sind. Schade. Aber die Tatsache, dass wir hier einen kompletten Zug stehen haben, einen Luxuszug, das ist wirklich schon cool. Denken wir daran, dass wir hier Luxusgegenstände ablegen können. Komme ich so auf die andere Seite hier? Oh, da hängt Werkzeug. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Und hier pfeift jemand. Das heißt, auch hier ist das Gebäude besetzt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch so viel Leben haben. Oh, kann ich auf die Lok? Nein, leider nicht. Was ist das? Ich bin hier total auf Entdeckungstour. Hä? Ja, wo ist denn das? Ich würde sagen, die Lok steht ein bisschen schief. Okay. Ich würde jetzt behaupten, dass ich ein bisschen Ahnung von Eisenbahn hätte, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was wir damit machen sollen. Vor allem, dass ja auch nirgendwo irgendwie ein passendes Gegenstück auf der Lok. Oder an der Lok, sofern das hier die Lok sein soll. Eieieiei. Okay, Freunde, ich würde sagen, auf diesem wunderschönen Bahnhof... Oh, warte mal. Hab hier ganz übersehen. Was ist das denn? Dann dreht sich das wahrscheinlich, oder? Nochmal ausfahren.
Ah ja, okay. Und das ist jetzt was? Was habe ich jetzt dadurch gewonnen? Ich kann es ja noch nicht mal anklicken. Toll. Abgebremst an der Bahnsteigkante. Gut, also, wie gesagt, wir haben einen Zug gefunden. Mal sehen, wie viel wir noch hier finden. Macht es gut, bis zur nächsten aufregenden Folge. NRW über 18. Adieu.